jetzt eben hier zum zwei flankengesteuerten Master Slave Flip-Flop und das bedeutet dann hier, dass jetzt bei der steigenden Flanke jetzt die Informationen eingelesen werden und dann bei der fallenden Flanke ausgegeben werden. Bedeutet, jetzt hier beim Impuls hier ran, wir sehen hier steigende Flanke, es wird jetzt eingelesen J gleich 0, K gleich 0. Das heißt, wenn wir jetzt hier zur fallenden Flanke kommen, hier wird ja das Ganze ausgegeben, dann wird genau das ausgegeben, was hier eingelesen wird und hier wird dann ausgegeben, was hier eingelesen wurde, also J und K gleich 0 heißt, Q ist weiterhin 0. Dann so weiter, jetzt hier wird eingelesen und dann wird jetzt hier Jump gleich 1, Kill gleich 0 eingelesen. Das heißt, dann dementsprechend hier wird jetzt endlich die Q gleich 1 ausgeben, weil ja eben hier an dieser Stelle die 1 durch Jump gleich 1 eben eingelesen wurde. Und dann weiter. Jetzt sehen wir hier, hier wird wieder eingelesen. Eingelesen wird jetzt Jump gleich 0, Kill gleich 0. Heißt, es verändert sich nichts. Deswegen wird auch, was hier ausgegeben wird, bleibt dann erstmal gleich. Dann wird hier wieder eingelesen. Dann wird erst hier wieder der Kill eingelesen. Also Kill gleich 1, Jump gleich 0. Heißt, bei der nächsten fallenden Taktflanke, wo dann ausgegeben wird, dann wird erst hier das Kill-Signal, also dann der Wechsel zu 0 ausgegeben. Deswegen genau hier, wenn wir so runtergehen, erst hier gehen wir dann wieder zu 0, weil dann eben hier vorher das K gleich 1 aktiv wird. Dann weiter, jetzt sehen wir, anschließend wird hier das Kill gleich 1 eingelesen, aber wir sind eh schon auf 0. Dann ist das egal, es bleibt 0. Deswegen wird auch ausgegeben, hier an dieser Stelle bleibt einfach 0. Dann eingelesen, hier wird einfach Jump und K gleich 0. Heißt, passiert nichts, wir bleiben 0. Also es wird auch weiterhin das gleiche ausgeben. Hier eingelesen, wieder J und K gleich 0, sehen wir hier. Das heißt, es bleibt alles so, auch hier noch. Und dann so weiter. Jetzt erst hier wird eingelesen, J und K gleich 1. Ist ja dann wieder genau getoggelt, aber das Toggeln wird dann eben erst hier bei der fallenden Flanke ausgegeben. Das heißt, erst hier haben wir dann den Wechsel zu 1. Bleibt erstmal so, dann hier wieder eingelesen. J und K gleich 1 wird eingelesen. Heißt, wir haben dann wieder einen Wechsel, ein Toggeln, das dann aber auch erst wieder hier bei der fallenden Flanke hier ausgegeben wird. Also dann wird hier wieder der Wechsel, das Toggeln zu 0 ausgeben. Dann weiter und jetzt sehen wir die ganze Zeit immer das Toggeln, das hier eingelesen wird. Jetzt wieder eingelesen. J und K gleich 1 getoggelt, was dann aber hier erst ausgeben wird. Das heißt, hier an dieser Stelle wird dann wieder gewechselt auf 1. Dann weiter, jetzt wieder eingelesen. J und K gleich 1. Das heißt, an dieser Stelle, bei der fallenden Taktflanke, wird jetzt wieder der Wechsel zu 0, wird getoggelt. Und dann noch ein letztes Mal, jetzt hier wird wieder eingelesen, J und K eingelesen, der Wechsel, der dann hier ausgehen wird, das heißt, an dieser letztendlichen Stelle wird wieder getoggelt, gewechselt. Das hier das Prinzip und dann verlinke ich jetzt noch hier ähnliche Videos zu Impulsherum und ich verlinke noch hier meinen Mathe- und Chemie-Kanal, da mache ich auch noch Lernvideos, falls ihr Interesse habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen und das war's dann damit zu diesem Video.